Hallo Slotblock-Freunde, es geht Schlag auf Schlag. Wir haben uns im letzten Video die Bahn angeschaut, Retro Grand Prix, hier der Link zum Vorstellungsvideo. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Bahn, kam heute an, die Masters of Victory aus dem Bereich Carrera Digital 132. Darin enthalten zwei Slotcars, die gibt's natürlich einzeln auch. Einmal der BMW Schubert Racing und wir haben hier den Mercedes AMG. Beide einzeln erhältlich oder hier im Duell dann in der Bahn. In diesem Video schauen wir uns den Karton im Detail an und schauen, was in der Bahn so drin ist und ob uns das ein oder andere positiv oder negativ auffällt. Wir werden sehen. Los geht's, wir sind auf der Frontseite des Kartons. Schauen wir mal an. Wir haben 9,3 Meter Streckenlänge. Platzbedarf ist 1,55 Meter hier in der Tiefe mal 3,50 Meter in der Breite. Wir fahren dann gleich eine virtuelle Runde, schauen uns aber vorher, was hier noch so alles abgebildet ist. Wir sehen hier Maßstab 1 zu 24 und Maßstab 1 zu 32 wieder auf derselben Packung. Die Autos sind im Maßstab 1 zu 32, aber dieser Hinweis auf 1 zu 24, das bedeutet, dass die Schienen auch im Bereich 1 zu 24 nutzbar sind. Einziger Unterschied ist dann immer das Netzteil. Wir haben hier bei den 132ern in der Grundpackung ein Netzteil mit 14,8. Volt, das hier an der Kontrollunit angeschlossen wird. Im 124er Bereich fährt man mit 18 Volt, benötigt dann ein anderes Netzteil, aber Schienensystem komplett identisch. Weiterhin enthalten, hier vorne sieht man es, sind zwei kleine Kästchen an die Kontrollunit angesteckt. Das eine Kästchen ist der sogenannte Bluetooth-Adapter, der ermöglicht eine Verbindung zwischen der Kontrollunit und einem Handy. Hier gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Einen Verweis finden wir oben auf der Schachtel zur Carrera Race App. Die kann man kostenlos runterladen, für iPhone oder Android verfügbar. Und man hat hier dann eine Rennmanagement-Software. Andere Möglichkeit ist hier auf Drittanbieter zu wechseln. Da gibt es verschiedene Angebote, könnt ihr euch dann anschauen. Das zweite Kästchen hier an der Kontrollunit ist der Empfänger. Den Empfänger brauche ich, um das Signal der Wireless-Controller zu verarbeiten, zu empfangen. Wireless-Controller sind zwei enthalten und man sieht hier, die stecken in der Ladeschale. In den Wireless-Controllern ist hier unten im Bereich ein Akku verbaut und da oben sieht man den Daumendrücker in verschiedenen Farben, rot und gelb, enthalten. Und hier vorne dran ist die Weichentaste und mit Hilfe dieser Weichentaste kann ich dann die Kreuzungen bzw. Weichen schalten. Da kommen wir später dazu. Die Handregler arbeiten mit 2,4 GHz. Und übertragen damit das Signal vom Daumendrücker zur Kontrollunit. Schauen wir uns das Wichtigste an für den eigentlichen Fahrer, die beiden Rennboliden. Einmal hier der Mercedes AMG GT3 Evo Sun Energy Racing mit der Startnummer 75, gefahren in Bathurst 2022. Unten drunter in der Blisterpackung der BMW M4 GT3 Schubert Motorsport mit der Startnummer 10. Schauen wir uns die Inhaltsliste an. Der Bahn, zweimal Wireless-Controller in der Ladeschale. Die Ladeschale wird hier hinten entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Hälfte der Kontrollunit angesteckt. Hier hinten hat man Stromanschlüsse für die Ladeschale. Im Erweiterungsprogramm gibt es dann auch eine zweite Ladeschale. Das heißt, ich kriege an diese Kontrollunit zwei Doppelladeschalen und insgesamt dann vier Wireless-Controller kann ich damit laden. Hier sehen wir Bluetooth-Adapter, Empfänger für die Wireless-Controller, Kontrollunit und damit hier keine Lücke entsteht, wenn ihr die Ladeschale zum Beispiel auf links habt, dann könnt ihr hier mit dem Randstreifen-Ausgleichsstück auf der anderen Seite hier die Lücke verdecken. Somit hat man ein schön optisches Bild und dass am Ende dieser kleine Randstreifen schön ausläuft, gibt es hier die sogenannten Randstreifen-Endstücke. Bedienungsanleitung in Papierform enthalten. Für die Kontrollunit könnt ihr aber auch in meine Tutorial-Videos reinschauen, verlinke ich euch oben in die Infobox. Hier haben wir ein Trafo, 14,8 Volt Ausgangsspannung, ermöglicht dann, dass man 6 Carrera Digital 132 Slotcars gleichzeitig auf der Bahn fahren lassen kann. Kommen wir zu dem Schienenmaterial. Hier eine Besonderheit, das ist eine Kurvenweiche, die geht von außen nach innen, ahmt somit der Ideallinie nach, ist immer ein sehr schönes optisches Bild. Wenn man hier von außen kommt, betätigt die Weiche und kommt dann in die Innenspur rein. Von den Standardgeraden sind 12 Stück enthalten. Normale Standardkurven, das ist Kurve 1, 60 Grad, sind 11 Stück enthalten. Und wir haben dann noch die Doppelweiche oder X-Weiche, die ermöglicht, von der Außen- auf die Innenspur oder umgekehrt zu wechseln. Weitere Kleinteile sehen wir dann hier, das sind die Verbindungsstücke damit oder Verriegelungsstücke, damit werden die Schienen miteinander verbunden. Pro Schiene sind immer zwei notwendig. Hier unten die Brückenstützen für die Überfahrt, die Leitplankenhalter und dann verschiedene Stücke in verschiedenen Längen für die Leitplanken. Das schauen wir uns jetzt an, wenn wir gleich die virtuelle Runde auf dem Layout drehen.
Fahren wir eine virtuelle Runde, beginnen wie immer hier an Startziel. Wir stehen hier mit unserem Slotcar, fahren dann nach dem Startsignal über die Startziellinie und kommen in eine Rechtskurve. Jetzt geht wieder das übliche Problem los mit den Leitplanken. Ich weiß, ich wiederhole mich für alle, die jetzt schon länger auf dem Kanal unterwegs sind, aber für alle, die neu sind, das Problem kurz erklärt. Wenn ihr hier auf der Außenspur seid, könnt ihr, wenn ihr eine Leitplanke außen habt, egal jetzt bei welcher Kurve, einfach Vollgas geben. Das Heck wird ausbrechen und sich anlehnen an der Leitplanke. Und ihr könnt mit Vollgas hier die Außenkurven fahren. Damit entsteht ein unfairer Vorteil für denjenigen, der hier auf der Innenspur unterwegs ist. Natürlich können im Digitalsystem auf beiden Spuren auch mehrere Autos bis zu 6 hintereinander auf einer Spur fahren. Aber spätestens, wenn es zu einem Überholvorgang geht, muss man irgendwie mal die Spur wechseln. Und dann hat man wieder dieses unfaire Verhältnis zwischen der Innenspur und der Außenspur. Man kann natürlich jetzt sagen, das wechselt sich schön ab. Ich habe ja einmal Linkskurven, einmal Rechtskurven. Einmal ist der Kurvenäußere, dann wieder der Kurveninnere. Somit hat jeder mal den Vor- und Nachteil, aber insgesamt muss man sagen, bei diesen Leitplanken, man beschädigt auch die Autos, nämlich hier hinten am Spoilerbereich oder hier hinten an der Karosserie, da schürft sich dann über die Dauer der Lack ab. Vorteil ist, man hat Farbstreifen an den Leitplanken, sieht dann immer sehr realistisch aus mit diesen Farbspuren. Wie kann man dieses Problem lösen oder Abhilfe schaffen? Das Thema ist hier Randstreifen. Ich werde auch wieder für diese Bahn ein Randstreifenpaket anbieten, damit man hier die Leitplanken abbauen kann und ans Ende der Randstreifen setzen kann. Somit kann ich dann hier auch an der Außenspur nicht mit Vollgas in der Kurve fahren. Diese Sache mit den Randstreifen und den Leitplanken gilt wie gesagt für jede Kurve. Und jetzt fahren wir einfach mal weiter und schauen, was sonst noch passiert. Wir kommen hier erstmal auf eine Rechtskurve. Das ist eine Kurve 160 Grad und dann geht es rein in die Kurvenweiche. Hier sieht man, dass ich hier vom Kurvenäußeren in die Kurveninnenseite wechseln kann, Ideallinie fahren und dann geht es weiter in eine Rechtskurve. Nochmal eine Rechtskurve. Ich komme hier über die Brücke, habe nochmal eine Rechtskurve. Somit haben wir in dem Layout eine Rechtskurve, eine Linkskurve, Rechtskurve, Rechtskurve, Rechtskurve. Somit ist hier ein Schwerpunkt auf den Rechtskurven. Das hat wiederum dann Einfluss auf die Reifen. Wenn wir Rechtskurven haben, wird sich der linke hintere Reifen mehr abfahren über die Dauer als der rechte. Hier bietet sich dann an, auch ab und zu mal die Reifen von links auf rechts zu wechseln. Die Überfahrt ist realisiert mit den Brückenstützen, die wir gerade gesehen haben. Und ganz am Ende ist hier verbaut die X-Weiche. Ich kann hier dann von der Innenspur rein in die Außenspur. Ich würde diese X-Weiche vielleicht noch eins vorher setzen, dass nach der Weiche noch eine Gerade kommt, dass die Weiche hier nicht direkt in die Kurve reingeht. Könnten wir mal ausprobieren. Denke ich, ist dann schöner zu fahren, weil wenn ihr hier die Spur wechselt, kommt ihr direkt in die gebogene Schiene rein, Kurve 160 Grad und vor allem hier auf der Innenseite könnte es dann sein, dass es hier recht unrund zu fahren ist. Nach dieser Kurve sind wir auch dann schon rum, sind eine virtuelle Runde gefahren, 9,3 Meter liegen dann hinter uns. Wir haben uns angeschaut, was in der Bahn enthalten ist. Also die eine Sache, die uns nicht so gut gefallen hat, ist im Layout die Anzahl der Rechtskurven im Vergleich zur Linkskurve. Hier haben wir eine Linkskurve und drei große Rechtskurven. Damit hat man immer das Problem mit dem Reifenabtrieb. Auf einer Seite ist es viel stärker belastet, auf der anderen. Das ist die Kleinigkeit, würde ich sagen. Man kann ja da die Reifen immer hin und her wechseln, sodass sich die dann doch gleichzeitig abfahren. Aber was der größte Nachteil in meinen Augen ist, ist die Sache dann eben, wenn man mit den Leitplanken fährt. Jetzt hat der auf der Außenspur dreimal die Möglichkeit, sich anzulehnen und der andere hat es nur einmal hier sich anzulehnen in dieser Linkskurve. Von dem her ist das Fahren hier nicht so ganz fair, wenn man dieses Layout mit Somit ist es nicht ganz fair, wenn man dieses Layout mit diesen Leitplanken dann fährt und möchte eigentlich ein faires Rennen haben. Gute Sache ist, es sind sehr viele Schienen eigentlich enthalten und die Wireless-Controller, also die Ausstattung ist gut. Bluetooth-Adapter auch noch dabei. Von dem her alles gut für GT3-Fans, auch zwei sehr schön ausgewählte Slotcars. Somit alles gut letztendlich. Die Bahn als Grundpackung, wie es Watt schon sagt, ist ja erweiterungsfähig. Da habe ich auch schon etliche Videos. Schaut hier einfach mal in die Playlist rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Roland von slotblog.de. Tschüss.